Servus, wir sind mal wieder von Shisha World. Ich bin der David und wir stellen euch heute eine neue Tabakart vor. Es ist nämlich so, dass man jetzt den Tabak selber mischt. Das ist ein Rohschnitt, das heißt, der ist getrocknet und ganz fein geschnitten und nicht so wie, doch genauso wie alle anderen, aber nicht gemischt. Das ist nämlich das, was jetzt gerade neu ist. Man mischt eben seine Tabaksorten selber. Und dann kommen wir nochmal zum Tabakschnitt. Tue ich mal hier ein bisschen was drauf. Das ist schon echt super geschnitten. Also wenn man sich das so anschaut, keine Äste, sieht top aus. Ja, ich würde mal sagen, dann mischen wir doch das Ganze mal. Zum Mischen braucht man natürlich zwei Komponenten, A und B. A wäre in dem Fall der Tabak und B ist eben dieser Shisha-Mix. Flavor von uns hier heute wäre dann eben Frost. Und das ist eigentlich ganz einfach. Man schraubt nämlich einfach auf und quasi mischt es einfach komplett zusammen. Man nimmt einfach eine ganze Flasche und gießt die eben hier so drüber. Mal ein bisschen schauen, dass es nicht ganz ausläuft. So. Also man schaut, dass hier überall was hinkommt. Gell, dass das einfach super vermischt ist. Und ja, der Hersteller rät halt, dass man schon 4 Stunden ziehen lassen sollte, damit einfach das Aroma am besten rauskommt. Deswegen würde ich auch 4 Stunden. Man kann es ja länger oder auch kürzer, das ist ja, wie ihr das individuell entscheidet, ist das ja euer Ding. So. Jetzt drückt man das da schön fest und dann macht man einfach den Deckel drauf und lässt es eben 4 Stunden ziehen. Und jetzt rauchen wir mal die Shisha. So, damit wir jetzt gleich die Shisha rauchen können, haben wir eben schon mal vor ein paar Tagen was eingeweicht. Wir rauchen heute mit der Shisha Kaya Inox 660 Clear. Und ja, jetzt mache ich hier mal quasi den Topf zurecht. Wir rauchen mit dem Einlochfunneltopf mit Mod und mit der Kokocha Kokosnusskohle. So, das müsste reichen. Und wir nehmen natürlich doppelgelegenes Alufolie. Und das kennt ihr ja alle, schön einpacken. Richtig gut verschließen, andrücken, gell, dass das alles auch eine Form hat. Und dann eben, ups, hier schön vorsichtig. Schön rundum Loch hier. So, und dann setzen wir das eben hier oben schön drauf. Okay. Dann nehmen wir uns hier schön die Kohle. Gut aus. Ja, dann raucht man das Ganze doch mal. Ja, wie man sieht, also es fängt echt gut an, sofort an, gut an zu rauchen. Schmecken super, also total an Apfel, ist wirklich wahnsinnig intensiv, schön kräftig. Kratzt doch überhaupt nicht, ist echt ganz weich, also ich finde es super, also ist echt toll zum Rauchen, auch die Shisha. Ja, und zum Abschluss ist eine super, super Idee hier mit dem Tabak zum selber anmischen. Man kann super, sehr kreativ sein, es ist echt eine nette Idee, eine gute Alternative zu dem alten Tabak, kann ich echt weiterempfehlen, macht Spaß, viel Spaß noch, bis zum nächsten Mal.